Ja, hallo. Sehr schön, dass ich heute hier sein kann und von unseren Erfahrungen berichten. Es geht um das Thema Coworking. Das kennen sicherlich alle aus dem urbanen Raum. Hier aus Berlin natürlich wächst an jeder Straßenecke ein Coworking Space. In Schleswig-Holstein, in den Städten auch, aber auf dem Land ist das noch nicht der Fall. Und wir haben gestern, fand ich ganz super, in der Keynote von dem Lorenz Hilti gehört, dieses Problem oder diesen Widerspruch, dass man sagt, naja, eigentlich könnte so das, was uns die Digitalisierung an Möglichkeiten bringt, wunderbar dazu genutzt werden, um digitale Suffizienz weiterzubringen, um sozusagen den Ressourcenverbrauch, den wir heute haben, eigentlich zu senken. Und hat gleichzeitig beschrieben, dass aber unglücklicherweise genau, ne, Rebound-Effekte und so weiter das Gegenteil der Fall ist. Das heißt, dass eigentlich diese Ressourcennutzung immer weiter hochgeht. Und wenn man sich eben mit den Entwicklungen im ländlichen Raum befasst, was wir stark tun, stellt man da was ganz Ähnliches fest. Ne? Dass man sagen könnte, Mensch, eigentlich, wir wissen, ländlicher Raum ist schon seit Jahren ein problematischer Bereich in weiten Teilen, in unterschiedlichen Teilen Deutschlands findet eine Stadtflucht statt, da bricht Infrastruktur weg. Die Lebensgrundlagen werden immer schwieriger aufrechtzuerhalten. Teilhabe an Kultur und an Bildung wird immer schwieriger. Da könnte doch eigentlich die Digitalisierung aufs Dorf so einen Gegentrend bringen, weil man kriegt ja heute alles übers Netz, vorausgesetzt, man hat denn sowas wie Glasfaser in der Nähe. Und wir sehen aber, obwohl das eigentlich dann dazu führen könnte, dass man eigentlich viel besser wieder im ländlichen Raum und da, wo das Leben für viele Menschen vielleicht auch als schöner empfunden wird, dass das besser gehen könnte, findet das aber gar nicht statt, sondern auch hier ist es so, dass die Digitalisierung, wenn man sich das mal demografisch anschaut, dazu führt, dass die Urbanisierung immer noch stärker vorangetrieben wird und dass die Menschen immer weiter in die Städte reinziehen. Und da haben wir uns natürlich gefragt, woran mag das denn liegen? Und das liegt natürlich daran, dass hier auch immer sehr viel über Smart City Konzepte gesprochen wird und sehr wenig über Konzepte für den ländlichen Raum. Das liegt natürlich daran, weil solche Konzepte meistens von Menschen entwickelt werden, die in den Städten sind und die natürlich in ihrer Umgebungswelt erstmal unterwegs sind. Das liegt daran, dass, wenn ich mir irgendeinen tollen neuen Service einfallen lasse, der in der Stadt immer sehr viel besser umzusetzen ist, weil da die First Mover sind, weil da die Dichte sehr viel höher ist. Menschen leben enger zusammen. Ich habe einen kompakteren, dichteren Markt. Und mal so als kleinen Ausflug, wie das so gemacht wird, das kennt man vielleicht auch schon. VW hat diese neue Idee gehabt. Moja heißt das. Das ist so ein Mobilitätsservice, wo man sich so eigentlich so Sammeltaxis über so eine Plattform ranrufen kann und die sollen so ein bisschen das Taxiwesen ersetzen. Erst wollten sie in Hamburg 2000 von den Dingern mal eben so runterfallen lassen, um sofort loslegen zu können, weil das funktioniert natürlich erst, wenn so eine kritische Masse erreicht ist, so ein Service. Hat dann Ärger mit dem Taxigewerbe gegeben und sie sind auf 500 zurückgegangen, aber immer noch. Das heißt, das ist so ein typisches Verhalten in der Plattformökonomie, ja, dass man sagt, ich führe so ein neues Geschäftsmodell top-down ein, ne, so, man kennt das auch von Leihfahrrädern. Ich rolle dann einmal ein sofort laufendes System aus. Das muss ich am Anfang auch noch gar nicht rechnen, aber die Services muss es da sein und dann kommen schon die Kunden und füllen dieses System. So komme ich zu einer relativ schnellen Rentabilität, beziehungsweise finde relativ schnell raus, klappt das oder klappt das nicht. Das funktioniert im ländlichen Raum eben nicht. Ja, das heißt, niemand geht nach Volkswagen, kommt nicht nach Nordfriesland und lässt da mal eben 500 super gestylte Vans fallen. Ja, und machen die nicht. Das heißt, auf dem Land muss das irgendwie anders laufen. Und mein Gegenbild zu diesem Volkswagen-Projekt ist immer das Dörpsmobil in Klicksbüll. Ja, da hat sich in Nordfriesland eine Gemeinde auf den Weg gemacht. Die haben einen fitten Bürgermeister und die haben gesagt: Für unser Dorf machen wir jetzt eine. Das ist auch noch gar kein IKA oder sowas, sondern machen ein Dörps-Mobil, auf das wir zugreifen können und machen sozusagen, fangen klein an mit Carsharing, haben damit angefangen, haben dann weitere Autos gekauft, weil das ganz gut funktioniert hat, haben selber sich eine App programmieren lassen, worüber die Bürger des Ortes Klicksbüll dann sehen konnten, wo sind die Dinger und darauf zugreifen können.
daraufhin haben andere Gemeinden in Schleswig-Holstein, im Norden Schleswig-Holsteins gesagt, das ist ja ein interessantes Konzept. Der Bürgermeister hat das sozusagen in die Allmende gestellt. Ja, der hat gesagt, das ist quasi Open Source. Ihr könnt das nehmen, das kann dann auch so heißen. Die haben das dann auch gemacht und jetzt sind das irgendwie schon fast 20. Die haben sich dann gedacht, na, ist doch viel besser, wir machen da so ein Dach drüber, weil ne, dann kann man auch zwischen den Dörfern hin und her fahren. Und so entwickelt sich das langsam. Und das ist für mich halt so ein Gegenbild, dass man sieht, okay, die Sachen wachsen von unten, so graswurzelig, ja, das ist eine Bottom-up-Bewegung, es ist mehr so Social Entrepreneurship, das heißt, das muss sich auch nicht zwangsläufig lohnen im Sinne von Gewinn erwirtschaften, sondern es muss nur da sein, ne? Man will es nur haben und im Zweifelsfall werden dann eben Gewinne vergesellschaftet und nicht Verluste. Und wir müssen ein Wachstum hin zu einem laufenden System machen und haben dann eine lange Anschubphase. Das mal so vorweg zu dem, was wir jetzt gemacht haben, denn wir haben uns dann auch bei der Frage, ja, wie kann man eigentlich so die Daseinsvorsorge auf dem ländlichen Raum hochhalten und wie kann man den aktivieren, sind wir auf das Thema Coworking gegangen und haben ein Projekt gemacht, das heißt Cowork Land. Auf dem Bild hinter mir sieht man schon mal so ein bisschen, worum sich das im letzten Jahr gedreht hat. Das heißt, wir haben einen aus Containern gebauten mobilen Coworking-Space auf Reise durch das östliche Schleswig-Holstein geschickt. Warum haben wir das gemacht? Wir haben erstmal gesagt, naja, warum ist Coworking überhaupt was Gutes? Wir haben da zahlreiche positive Effekte gesehen. Wir haben uns gedacht, wenn es jetzt wirklich viele, viele, viele Coworking-Spaces im ländlichen Raum gäbe, zum Projektstartzeitpunkt gab es in Schleswig-Holstein keinen, dann hätten wir weniger Pendlerverkehr, weil die Leute könnten dann da arbeiten, wo sie leben und nicht müssten nicht in die Stadt pendeln. Und wir haben gesagt, naja, in Zeiten der Digitalisierung ist es eigentlich total absurd, dass die Menschen zur Arbeit fahren. Ja? Ganz, ganz viele Menschen, für ganz, ganz viele Menschen kann die Arbeit zum Menschen kommen. Wenn das passieren würde, ja, dann hätten wir weniger Schadstoffausstoß, interessiert uns als grüne Stiftung natürlich, gerade in Zeiten jetzt auch in Kiel, ne, wo wir herkommen, werden Fahrverbote diskutiert, ja, und es wird aber immer nur diskutiert, Verkehre anders zu führen, umzuleiten, selten darum, die zu reduzieren. Und eine Reduktion wäre natürlich, wenn man nicht Mobilität organisiert, sondern Nähe, dass die Leute eigentlich da bleiben können, wo sie sind. Genau, das würde natürlich dazu unheimliche Zeitgewinnen führen für die Leute, die immer im Pendelstau stehen, ja, also zu einer besseren Vereinbarkeit auch und zu insgesamt höherer Lebensqualität. Und wenn man sich vorstellt, wir haben dann in Dorfzentren zum Beispiel wieder Menschen, die da sitzen und arbeiten und nicht immer wegfahren, dann führt das vielleicht auch zu neuem Leben. Die treffen sich da, es entsteht Gemeinschaft, es werden innovative Impulse aufs Land geschickt. Und wenn man nochmal zurückdenkt an diese Frage, warum gibt es eigentlich so wenige Digitalisierungskonzepte fürs Land, dann, wenn die Menschen da mehr arbeiten würden, dann würde ihnen vielleicht auch mehr Konzepte einfallen, die wirklich genuin für den ländlichen Raum gedacht sind und nicht nur von der Stadt aufs Land transponiert werden. Also super Sache, haben dann gesagt, wir machen da ein Projekt drauf. Das hat im Wesentlichen drei Phasen. Die erste Phase war, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt keine Studie, sondern ich selber komme auch so aus dem Design Thinking und ich mache einen Prototypen. Ja? Das heißt, ich baue was und das zeige ich dann vor und gucke, wie reagieren die Kunden, wie reagiert ein Markt und ein Umfeld denn darauf. Und das Zweite, was wir tun sollten, wir wollten also einmal herausfinden, funktioniert das, wenn wir mit diesem mobilen Coworking Space rumziehen? Wer kommt denn da? Was sagen die Leute? Was wollen die anders haben? Und so weiter. Kommen unterschiedliche Leute an unterschiedlichen Orten? Mit was für Bedarfen kommen die? Was kann so ein Coworking Space vielleicht noch leisten? Wir haben gleich gedacht, naja, Coworking wird im ländlichen Raum was anderes sein als in der Stadt. Ja, das wird noch, weil hier in der Stadt gibt es diese Bedarfslücken nicht so, da ist Vollversorgung mehr oder minder. Auf dem Dorf ist das nicht. Und das andere, was wir machen wollten, weil wir denken immer im Rahmen von Empowerment, das heißt, wir wollen Leuten eigentlich helfen, was zu verändern, wir wollen das nicht im großen Stil durchplanen, wollten wir Menschen erreichen, die sagen, ja, hey, das ist eine tolle Idee, das kann ich auch machen. Ich habe eine alte Tenne, ich habe einen alten Hof, ich als Kommune habe einen alten Dörpskrog oder eine leerstehende Sparkasse, sowas könnte ich auch machen.
Das war so das Ziel. Und in der zweiten Projektphase wollen wir die dann sozusagen, diese Menschen zusammenbringen und weiterführen, sodass am Ende tatsächlich ein Netzwerk von Coworking Spaces entsteht und wir die dann im Betrieb unterstützen. Dazu haben wir also diese kleine Coworking-Tournee durchgeführt. Man sieht das hier so ein bisschen hinter mir in für uns im typischen Umfeld, nämlich Kiel mit den beiden großen umgebenden Landkreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön. Ist vielleicht auch für Deutschland, abgesehen vom Meer, dass da ist eine typische Versuchsaufstellung. Und wir haben gesagt, wir machen also unterschiedliche Szenarien. Wir machen das Szenario Retreat, da ist man dann auf einem Gutshof oder einem Bauernhof so in aller Ruhe. Und wir machen das Szenario Pendlerhafen, da ist man dann in so Pendlerdörfern, ja, wo die Leute eigentlich, die als Orte gar nicht so irre sind, aber wo eben sehr, sehr viele Menschen leben, weil die verkehrsgünstig gelegen sind, die immer in die Metropolen reinpendeln, Hamburg, Kiel. Und wir gehen natürlich an den Strand. Das sieht man da oben, die beiden Lagen, die direkt am Wasser sind. Genau, hier sehen wir nochmal den Coworking Space in seiner vollen Entfaltung, kann man sagen, weil wir haben so mit der Zeit auch dazugelernt. Erst haben wir gemerkt, wir brauchen einen Besprechungsraum noch, da haben wir noch einen Besprechungsraumcontainer geholt. Wir haben gemerkt, wir brauchen Übernachtungsmöglichkeiten, das heißt, das Ganze im Vordergrund, das Holzding, das ist ein klassisches Tiny House, alles auf Basis von Übersee- oder Umzugscontainern. Und der Coworking Space hinten, den man da sieht, der hat halt einen Arbeitsraum, eine Terrasse, eine Kaffeebar, weil wir haben gesagt, was man für Coworking braucht, ist natürlich ein Arbeitsraum, man braucht guten Kaffee, man braucht gutes Internet und man braucht nette Leute. Nur für die netten Leute konnten wir so nicht sorgen. Die mussten kommen. Ja? Und das hier ist eines meiner Lieblingsbilder, weil das so ganz typisch ist. Das ist die Einweihung des Coworking Spaces in Gethoff mit Bürgermeister und Rapskönigin. Und das ist natürlich lustig, aber es ist auch super wichtig, ne? Dass man, wenn man damit rumgeht, muss man natürlich versuchen, mit den Leuten im Umfeld in einen vernünftigen Kontakt zu kommen und die, damit die das so ein neues Konzept, das da auch wirklich nicht häufig nicht bekannt ist, eben auch mitleben, sagen, selber sagen, wie würden wir das hier nutzen. Und man da nicht so wie so ein UFO steht mit so einer urbanen Idee eigentlich, sondern man sieht, wie kann ich das tatsächlich transformieren, so ein Konzept. Genau, hier habe ich, jetzt kommen ein, zwei Fotos, da stehen wir achtantik am Strand in einem kleinen Ort, der heißt Brasilien. Genau, das Fahrrad, das da unten lehnt, das ist das sogenannte Klo-Fahrrad, weil da gab es eine Toilette nur auf dem 1,5 Kilometer entfernten Wohnmobilparkplatz. Das war aber total super, weil man konnte man immer, wenn jemand nicht da war, sehen, warum nicht. Genau, das ist mal der Arbeitsraum so von innen. Was sind denn da für Leute gekommen eigentlich? Also man kann erst mal berichten, es sind ziemlich viele Leute gekommen, das heißt, es wurde sehr gut genutzt. Das war ja so meine erste Frage, kommt da überhaupt jemand? Ja, war sehr spannend, das wurde also sehr gut genutzt. Natürlich vor allem von Leuten, die über ihre eigene Zeit bestimmen können, ne? Die mal eben sagen konnten, hey, interessantes Angebot, ich mache das mal. Für Angestellte schwieriger. Von daher kamen vor allem Freiberufler, Startups, natürlich auch ein Klientel, die das Konzept Coworking natürlich sowieso schon kannten. Kamen aus ganz unterschiedlichen Räumen, einmal immer aus dem sag mal auf Fahrradfahrdistanz um den Raum herum selber, aber auch gerade in diese Strandlocations natürlich ganz stark aus den Städten. Das heißt, logischerweise hatten wir dann da die kreativen Leute aus Agenturen, die in Hamburg gesagt haben, hey cool, da kann ich dann arbeiten und wenn das Wetter gut ist, gehe ich aufs Wasser und kann kiten oder so. Das heißt, das war eine ganz starke, aber wir hatten auch ganz andere Nutzer. Wir hatten da auch Lehrer, die auf der Terrasse saßen und ihre Hefte korrigiert haben. Wir hatten auf den Campingplätzen Leute von den Campingplätzen, die gekommen sind und teilweise eine alte Frau, die dann gesagt hat, hier, ich habe ein Problem mit meinem Tablet und angenommen hat, wir könnten da helfen, weil wir so... Ja, aber da sieht man auch, was für unterschiedliche Bedarfe dann tatsächlich da sind. Wir standen auch irgendwie keine zwei Tage auf dem Marktplatz von Gethoff, da waren wir Paketannahmestation. Ja, also das ging ganz rasch, haben wir natürlich alles mitgemacht. Oder Parktickets, oder so, lauter so ein Zeug. Ja.
Eine andere ganz starke Nutzung von diesen Orten war, das hatte ich auch gar nicht so vorhergesehen, dass wir sehr schnell Anfragen bekamen von Firmen und von Organisationen, die gesagt haben, können wir da länger sein bei euch? Können wir da 3 Tage lang mit unserem Scrum-Team den neuen Sprint starten, die da so in die Klausur gehen? Oder können wir da vom kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt unsere Jahresklausur abhalten? Oder, also es kamen so ganz viele solche Nutzungen. Auch ganz spannend, was diese da, die 3 Links, die man links, ne, genau, die man da sieht, da kommt der Mann, der Linke, kam aus der Gegend von Köln. Das ist so ein Software-Team von einer Softwarefirma, die aber alle remote arbeiten. Ja? Die sehen sich sonst gar nicht. Und der Links kam aus Köln, die hinten aus Lübeck und die rechts aus Nürnberg und sind noch 2 weitere dabei gewesen. Und die sind da hingekommen, um sich mal zu treffen und gemeinsam eben tatsächlich so ein Projekt zu starten, um dann wieder sich in alle Winde zu zerstreuen. Fand ich also eine ganz spannende Sache. Wir selber, ne, Böll-Stiftung ist ja eine Bildungsstiftung, haben das natürlich auch als Lernort genutzt. Das heißt, wir haben da irgendwie so, ich sag mal, vom Spirit verwandte Seminare, Tiny House Seminar, Urban Gardening, zurück aufs Land, ja, zurück zu den Wurzeln, lauter, oder aber auch Plastikmüll. Also wir haben da sehr viele Sachen gemacht, kamen aber auch viele andere, die wiederum gesagt haben, hey, können wir hier eine kleine Veranstaltung durchführen. Genau, die Ergebnisse waren so, dass ich wirklich selber hier stehe und immer noch überrascht bin, dass das echt super erfolgreich war, dieses Projekt. Das ist nicht selbstverständlich bei solchen Sachen. Ja? Das heißt, erfolgreich bedeutet zum einen, dass wir Anfragen von anderen Kommunen gekriegt haben, die gesagt haben, könnt ihr nicht nächstes Jahr mit dem Ding zu uns kommen? Ja? Wir wollen das auch ausprobieren, funktioniert das bei uns? Wir werden also, hatten wir gar nicht geplant, nächstes Jahr bei uns an der Westküste weitermachen, Husum, St. Peter, dänische Grenze, aber auch zum Beispiel nach Wolfenbütteln gehen, nach Niedersachsen. Das heißt, wir greifen da durchaus aus. Das war ein sehr gutes Ergebnis. Für uns aber noch wichtiger ist fast, dass wir sich unheimlich viele Leute bei uns gemeldet haben, die gesagt haben, ich will das auch machen. Damit hatte ich so, ich hatte vorher so ein bisschen Angst, würde sich überhaupt jemand melden. Und da war ich wirklich überrascht, das läuft auch immer noch, dass wirklich viele sagen, wir wollen das selber machen. Und ich hatte vorher so die Idee, ja, man muss das auch so aufs Land tragen, diese Idee und so. Und in Wirklichkeit war es aber so, dass sich viele gemeldet haben, die gesagt haben, ja, wir denken schon lange drüber nach. Ja? Wir denken schon lange drüber nach und sind aber nicht so richtig ins Tun gekommen, weil ist es dann, wir haben natürlich einen anderen Job, es ist aufwendig, es gibt Unklarheiten. Aber eigentlich würden die das gerne machen, ja. Während wir da unterwegs waren, haben sich dann auch 2 gegründet, also unabhängig von uns, aber die haben sich uns dann auch sozusagen mit angeschlossen in Velde bei Kiel und in Itzehoe. Aber das war ein tolles Ergebnis und wir sind dadurch so ein bisschen unter Druck geraten, weil die kamen auch schneller, als ich eigentlich vorhergesehen hatte. Wir waren ja noch mit dieser Tour da irgendwie beschäftigt und haben dann angefangen, ja, was können wir denn jetzt machen? Wie können wir uns denn gemeinsam helfen? Ne? Das ist dann ja die Frage. Und das Ergebnis dieser Frage war, dass wir gesagt haben, wir gründen eine Genossenschaft. Wir gründen die Cowork-Land-Genossenschaft. Ich habe jetzt mal diese Karte machen lassen. Da sieht man, die ist auch gar nicht richtig ajour. Also da fehlen bestimmt 5, 6 Punkte inzwischen schon wieder, die so ein bisschen zeigt, wo sind denn unsere Akteure. Und die sind in ganz unterschiedlichen Verpuppungsstadien. Ja? Die sind, 7 Minuten. Die sind in ganz unterschiedlichen Verpuppungsstadien. Das heißt von, wir haben Lust da mitzumachen und sind gerade, denken wirklich noch drüber nach, eben bis hin zu, es gibt schon welche. Und wenn man dann sagt, eine Genossenschaft, was soll die denn können? Ja, also einmal ist eine Genossenschaft toll, weil es ist halt eine demokratische Veranstaltung. Wir als Stiftung entwickeln die mit, aber wir entwickeln die gemeinsam aus den Bedürfnissen erstmal der potenziellen Genossinnen heraus. Und diese potenziellen Genossinnen sind eben diese dann wirtschaftlich selbstständigen Coworking Spaces, die dann da entstehen.
man kann sich dann später, also unsere Vision ist, dass man nachher eben so eine Karte hat, wo man sagen kann, hey, wir machen eine gemeinsame Vermarktung und wir machen ein gemeinsames Buchungssystem und Abrechnungssystem. Und man kann sich ganz viel vorstellen, gemeinsame Veranstaltungen, die brauchen Beratung, unsere Gründerinnen und Gründer. Was muss in der AGB drinstehen, wie muss der ergonomische Arbeitsplatz sein, dass mir das nicht zugemacht wird hier und so weiter. Aber die Vision ist also, ich habe nachher tatsächlich so eine, als Nutzer, habe ich nachher so eine Karte und kann gucken, aha, das sind die 50 Coworking Spaces irgendwie in Norddeutschland, im Coworkland und ich will heute an den Strand und kann da arbeiten, ist da noch ein Platz frei oder ich bin für Leute, es gibt unheimlich viele Leute in so einem Flächenland, die da unterwegs sind ständig in diesem Flächenland. Ich habe überall einen Ort, wo ich hingehen kann, wo ich einfach nur aufs Klo gehen kann, was ausdrucken kann, einen halben Tag bis zum nächsten Termin sitzen. Also so eine nutzbare Infrastruktur. Und da sind wir auch wieder ein bisschen am Anfang. Das heißt, wir können die halt nicht auf einmal aufbauen, wie das jetzt vielleicht irgendein Multi könnte, der sagt, ich baue jetzt 50 Coworking Spaces überall hin, sondern das müssen wir von unten gemeinsam wachsen lassen mit Leuten, die Lust haben, da auch ins Freie zu gehen, weil man geht natürlich in einen Markt hinein, der nicht existiert. Das heißt, es ist eine ganz schön anspruchsvolle Veranstaltung, die wir da vorhaben. Aber man merkt halt von allen Seiten, das ist auch eine sehr, sehr sinnvolle Veranstaltung. Und das Interessante daran ist halt bloß, diese Coworking Spaces werden sich in der Regel nicht finanziell so richtig rechnen. Ja? Damit wird man nicht reich. Das heißt, wir müssen Wege finden, wie kann man dieses so ein System aufbauen, obwohl das finanziell auf jeden Fall in den nächsten Jahren erstmal uninteressant ist. Das kommt natürlich auch daher, dass ganz viele Leute, die das dann trotzdem machen wollen, das weniger aus also finanziellen Gründen machen, sondern weil die dazu Lust haben, weil das zu deren ethischen Korsett passt und die auch so eine bestimmte Gemeinschaft suchen. So, das wäre das Coworkland. Ich kann noch Fragen beantworten. Ja, vielen Dank erstmal, Ulrich Bär. Gibt es Fragen? Es gibt jede Menge Fragen. Ich gucke mal, wie viele wir schaffen und fange hier mal in der Mitte an. Ja, hallo, danke für den Vortrag. Meine Frage wäre, wie haben Sie das finanziert? Alleine oder gab es da noch jemanden, der mitfinanziert hat? Und arbeiten Sie mit den Aktivregionen in Schleswig-Holstein zusammen, also mit den LIDA-Regionen? Und dann noch eine kleine Frage, was machen Sie im Winter? Ja, genau. Also ja, natürlich, das ist grundsätzlich finanziert, dieses ganze Projekt vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Da steckt auch so ein bisschen regionales Geld noch mit drin. Die Aktivregionen sind für uns ganz wichtig, weil wir natürlich jetzt versuchen, für die einzelnen Coworking Spaces, die sich gründen, Förderszenarien aufzubauen, weil wenn man will, dass etwas da ist, was sich auch nicht so richtig lohnt, ja, was aber gesellschaftlich wünschenswert ist, sollte man sehen, inwieweit öffentliche Anfinanzierung zumindest möglich ist. Und wir wollen jetzt natürlich auch nicht überall solche Container hinstellen, weil das wird im Winter wirklich fiese. Ja. Aber eigentlich auch so ein bisschen im Sinne von der Circular Economy sagen, wir wollen natürlich, die Leute haben ja in der Regel Immobilien, das ist der Vorteil. Ja. Das heißt, der Container kann immer noch, also diese Containerlösungen können immer noch denkbar sein, um plötzlich mehr Kapazität zu schaffen oder so. In der Regel soll es dann wirklich die Tenne, der Dörbskrog, die Sparkasse, was auch immer sein. Nächste Frage hier. Dennoch zur Anschubfinanzierung. Hallo. Die mobile Lösung ist ja ein gutes Vorstellungsprojekt. Ich schätze, ihr habt dort eine Investition von 500.000 gehabt für die mobilen Investitionstätigkeiten. Da würde ich mich wirklich über die konkrete Zahl... Ach so, ja, kann ich sagen. Also das Projekt läuft über 3 Jahre und ist insgesamt... in Größenordnung 250.000 Euro. Hier habe ich noch eine Frage. Ja, hallo, danke für den Vortrag. Du hast jetzt gerade davon gesprochen, es kam eine Oma vorbei mit ihrem Tablet und hatte die Hoffnung, dass das da irgendwie repariert werden kann oder ihr erklärt werden kann. Wie nehmt ihr sowas auf? Also ich meine, das ist ja ein Problem, was im ländlichen Raum oder eine Herausforderung, die da tatsächlich besteht, die elternde Gesellschaft.
Und die ja auch irgendwo in die Digitalisierung nach und nach ein bisschen mehr reindringen, beziehungsweise die man vielleicht auch ein bisschen annotchen muss. Sind die dabei, wenn ihr so einen Coworking Space da macht, oder auch dabei, wenn diskutiert wird, machen wir das hier permanent oder machen wir eine andere Lösung? Und das zweite Frage vielleicht noch hinterher direkt. Du hattest jetzt gerade gesagt, in der Sparkasse oder in einem Leerstand irgendwo das aufzubauen. Gibt es auch Ideen, das dezentral zu machen, beziehungsweise mobil in dem Dorf selber zu machen, dass man sagt, wir machen jetzt für den Nachmittag einen Coworking Space in der und der Kneipe und dann nächste Woche im Gemeindezentrum XY oder so? Also zur ersten Frage ist ja alternde Gesellschaft, ne? Das kann solche Nutzungen geben, ja, wenn jetzt zum Beispiel, also typischerweise eine Kommune, die sagen würde, haben wir auch, wir wollen so einen Coworking-Space machen, dann kommen die ganz schnell auf so eine Idee, ja, weil das sozusagen deren Bedarf ist. Ansonsten würde ich sagen, naja, wenn jemand so einen Coworking-Space aufbaut und es kommt immer auf die Community drauf an, die da so drumrum ist, ne, das sagen wir, schaffen ja nur einen Rahmen für die Arbeit, und das geht auch schon auf die zweite Frage, für die Arbeit der einzelnen Akteure und sagen ihnen jetzt nicht, was sie machen sollen. Wir beraten die höchstens, wie sie das, was sie sowieso vorhaben, am besten machen können. Und meine Erfahrung wäre erstmal auch aus dieser mobilen Phase, ein ganz hoher Wert ist Verlässlichkeit. Ja, das heißt, ich muss wissen, der Ort, an dem ich da arbeiten will, der ist immer da. Und ich kann eigentlich auch immer hingehen. Das wäre erstmal so meine Erfahrung, die ich jetzt gewonnen habe, ja, das heißt, sobald man irgendwie zumacht, weil man denkt, man kommt keiner, dann kommt garantiert eine halbe Stunde später einer. Ob sozusagen für so ein Coworking-Szenario dann so eine wechselndes funktioniert, müsste man ausprobieren, würde ich sagen. Das bin ich eher skeptisch. Wir haben hier noch eine letzte Frage und danach würde ich hier die Fragerunde auch abschließen. Danke. Ich hätte zwei kurze Fragen. Also erstens, bezieht sich dieses Genossenschaftsmodell nur auf Schleswig-Holstein oder ist das bundesweit angedacht? Und zweitens, glauben Sie, dass der Erfolg, den Sie da hatten, dadurch bedingt war, dass Sie die Metropolennähe zu Hamburg und Kiel hatten? Oder lässt sich das auch ganz auf dem Plattenland verwirklichen? Also das Genossenschaftsmodell, das wir machen, ist nicht auf Schleswig-Holstein beschränkt, sondern wir ziehen erstmal so einen Zirkel aufs nördliche und mittlere Norddeutschland. Ja, das heißt, wir reichen eben runter bis unter Bremen, unter Hamburg. Das ist, wo wir merken, da gibt es so Kraftlinien bis ins Wendland. Ja, aber und das kommt uns auch noch beherrschbar als vor, dass man so sagt, Metropolregion Hamburg, Kielregion und dann in Osten, aber da würden wir jetzt erstmal so einen Strich ziehen. Kann man natürlich, also unser Hauptziel ist ja, dass es sowas geben möge, das heißt, wenn jemand anders sowas aufzieht, ist das wunderbar. Ja, natürlich, klar. Also das wird das ist auch da wieder so, je geringer die Dichte wird, desto länger wird es auf jeden Fall dauern, bis so ein Ort läuft wahrscheinlich. Ne? Aber wir, wie gesagt, von daher sind wir auch ganz gespannt, was wir dann, wie es dann nächstes Jahr an der Westküste bei uns wird. Da ist es schon wieder deutlich anders. Aber ich bin der Überzeugung, dass es letztlich auf dem Plattenland diese Bedarfe auch gibt. Was dann eine größere Herausforderung wird, ist, dass, wo wir auch einen Konflikt sehen, dass wir einerseits, habe ich ja gesagt, eigentlich ist so ein Angebot erstmal Mobilität reduzieren wollen, aber natürlich erzeugen wir auch neue. Ja, das heißt, wir hatten einen Workshop da gemacht, der war auch am Strand in Grünwohl, das ist schlecht angebunden. Der war aber sehr erfolgreich. Das heißt, da waren 25 Leute und da standen dann 20 Autos auf dem Acker. Das war auch doof. Ja, das hätte man irgendwie besser machen müssen. Okay, herzlichen Dank. Wenn jemand noch Fragen hat, ich bin hier noch einen Moment, dann nur zu. Genau, vielen Dank nochmal an Ulrich Bär von der Böll Stiftung.